Wir sind hier auf Abitur. Yeah. Und Pillar, Illidership, Specialist. Yeah. Der Pott, Hamburg und Berlin auf einem Fleck. Hier direkt live bei euch. Es war eigentlich immer ganz gut besucht. So. Wir haben alle auf jeden Fall Spaß gehabt. Wir waren bis jetzt, heute ist das dritte Heimspiel. Wir waren in Berlin, wir waren im Pott. Im Pott sind wir sogar nochmal nächste Woche. Und ja, heute ist Hamburg. Voll unfair, Alter. Und es war auf jeden Fall immer cool, so. Es war nicht ganz ausverkauft, aber die Leute sind abgegangen, als ob da 3000 Menschen abgegangen sind. Ab ist auf jeden Fall. Die Show ist sehr geil geworden bis jetzt, also werdet ihr selber sehen nachher. Illo kennen wir schon eine Weile, also Specialist und Illo kennen sich schon ein Weilchen. Illo und Snugger und Pillard kennen sich wegen Deluxe Records. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll, ich kenne die alle gar nicht. Specialist, Snugger und Pillard hatten vorher noch nicht so viel miteinander zu tun. Ja, haben wir heute auch noch nicht. Also ich schneide die zwei auf die ganze Zeit. Ich mache gar nichts mit dem Schneidetourbus, weil sie Socken stinken, ja. Eigentlich müsste man so Trennwände machen, das wäre am besten. Ja. Aber ansonsten ist alles cool. Also ey, ich muss echt sagen, es funktioniert erstaunlicherweise gut. Ja. Auf jeden Fall, also die erste Show, es fing eigentlich so an, bis eine Stunde vor der Show wussten wir eigentlich noch gar nicht, was wir eigentlich machen wollen. Keiner wusste. Weiß ich jetzt, aber was denn? Und dann eine Stunde vor Show haben wir uns in Berlin schön bei Chili Con Carne mal hingesetzt und ein bisschen gebrainstormt. Und dann haben wir halt gesagt, okay, lass uns noch mit dem Tourtrack hochkommen. Warum? Weil wir halt den Tourtrack alle gemeinsam gemacht haben, haben wir in Berlin gemacht. Ist ein schöner Track geworden, noch zu einer Phase, wo wir uns eigentlich fast gar nicht so gut kannten. Jetzt mittlerweile nach einer Woche wissen wir eigentlich mehr über den anderen, was man eigentlich wissen will. Und es ist einfach auf jeden Fall eine positive Überraschung, so dieses ganze Ding, also überhaupt die ganze Abitur, wie wir auf den Namen gekommen sind. Vor allen Dingen auch so, dass wir halt so seit 12 Jahren schon im Game so ein bisschen mehr die ältere Generation ein bisschen da sind. Illo halt für die mittlere Schicht da ist und Snugger und Pillard halt für die momentane Hip-Hop-Gestaltung in Deutschland irgendwie viel zu sagen haben. Und es ergänzt sich einfach schön, weil alle drei sind live on stage, einfach pure Action, pure Energie. Und das passiert jeden Abend und es ist egal, wie viele Leute da sind. Just give us a crowd. Just give us a crowd und wir machen unser Ding und das ist ein Spaß und wir wechseln uns halt auch ab. Ist nicht so das normale Tour-Schema. So, du hast mehrere Gruppen auf Tour, der eine spielt sein Set, dann hast du kurz Pause. Der nächste spielt sein Set, hast kurz Pause. Der nächste spielt sein Set, kurz Pause. So geht's weiter, halt, dementsprechend wie viele Gruppen dabei sind. Aber wir machen das einfach ein bisschen kompakter und das bedeutet einfach eine 3 Stunden lange Party, die da stattfindet auf der Bühne. Und es dreht sich im Kreis und also hätten wir damals so ein Paket an Hip-Hop bekommen wie die Leute heute. God damn. Was? Das ist schon echt krass so, weil wie gesagt auch 3 verschiedene, ich sag jetzt mal, wir sind natürlich ein paar mehr, sind jetzt 5 verschiedene Charaktere, aber trotzdem 3 verschiedene Charaktere musikmäßig aufeinanderfallen, die aber trotzdem Hand in Hand so irgendwie diesen ganzen Laden jeden Abend kaputt machen, wieder aufbauen, kaputt machen, wieder aufbauen. Und ja, schon eine geile Erfahrung. Wie gesagt, dafür, dass wir vorher noch gar nicht wussten, was wir machen, sind wir mittlerweile echt schon so, dass, wie gesagt, da sollte uns Live-Show-mäßig, ist das schon echt ein krasses Stück, was wir gegangen sind und was in Deutschland auf jeden Fall, glaube ich, so schnell auch nicht mehr zu finden ist. Auf jeden Fall. Deswegen auch die Abitur. Ja? Können nur lernen. An diesem Abend kann man nur lernen. Okay, das sind alles Profis on stage. Ja, wie gesagt, wir proben nicht, wir machen alle nicht so einen Kram, es passiert alles intuitiv. Ja, wir improvisieren einfach on stage, brutal, und wir ergänzen uns einfach. Aber weil wir auch irgendwie, wir connecten irgendwie auf einer ganz anderen Ebene, deswegen braucht man diesen ganzen anderen Kram eigentlich wirklich so nicht. Weil wir eigentlich alle so, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Wir fahren irgendwie alle in dieselbe Richtung, Alter. Obwohl ich eigentlich ganz woanders bin. Fährst du mit einem anderen Bus?
war immer in der Bahn, im Bus, im Auto. Trotzdem kommen wir immer in der Stadt an. Ja, Mann, aber dementsprechend auch Abitur, weil die Leute, Illo freestylt seinen Arsch ab, die jeden Abend. Snugger und Pillard gibt den Leuten einfach ein hartes Straßenbrett gegen die Fresse. Harry und ich kommen mit unserem emotionalen Partyset. DJ Groove und DJ Mixwell hinten als Sniper im Hintergrund. Die Skills, also das Einzige, was wir nicht dabei haben, sind Breaker. Obwohl wir eigentlich früher alle gebreakt haben irgendwie und müssen wir einfach mal ein paar Moves machen. Ja, ich hab mir was gebreakt zu tun, hatte eher die Knochen gebrochen. Das okay. War das Einzige, was gebreakt. Das haben wir auch nicht dabei, wir haben keine Leinwand dabei, wo wir jeden Abend unsere Graffiti sprühen oder unsere Tags machen, alles, was wir auch früher gemacht haben. Also alles, die ganze Hip-Hop-Kultur wird mit uns abgedeckt, von A bis Z. Wir haben eigentlich alles dabei. Yeah. Sogar MCs legen auf. Ja? Heute Abend sind wir, wo sind wir heute? Wambo, Parte! Parte! Muschi Parte! Schwanz, Alter! Das ist übrigens das Thema, das Topic von der ganzen Tour hier. Muschi Parte, hier die beiden haben das hier mal ganz kurz so übernommen. Darum geht's so. Das ist der AKA-Name. Darum geht's so, Muschi Parte. Für die Frauen um Schwanz Parte, für uns um Muschi Parte. Simpel auf den Punkt gebracht, kann sich jeder mit identifizieren, Alter. Hat jeder auch schon mal gemacht, außer jetzt Homo. Was soll ich sagen? Also, Muschi-Party. Hier ist der letzte Baby! Du weißt, wie wir das machen! Wer bin ich? Oh! Das war der Startschuss, Baby! Sam lässt sich jetzt auf euer Arsch los, Baby! Sam lässt sich ein bei einem Traum, er hat höher schlagen! Ein Act vor den Kritikern noch mehr war! Nehmt ihr dieses Jahr mit diesem Album? Genau hier ab jetzt mal zu diesem Zeitpunkt. Ob man schlingt oder hasst, es gibt viele Meinungen. Nur ab jetzt kommt der Fluss, wo der Dreh ja diesen scheiß Punkt hält. Ich bin alles auf einmal behandelt, alles in meiner eigenen Karriere gescheitert. Doch egal was kommt, Team, das Leben geht weiter. Heißt für mich, ich bin so lange, bis die Scheiße mich reicht. Mach ich alles erreicht hab, weiß und heiter. Selbst Tech und Fans mit die Scheiße rückläufer. Ich hab kassiert, bis nichts mehr mein Safe greifbar. Steuer kommt noch nicht an die Hälfte der Leister. Ja, vorher sagt mir wer. Wer außer mir kann das hier in dem Jahr schaffen? Wer kann sehen, ich lieber bin, solche Waschpacken? Wer zu steigern und den Keim müssen ablassen? Also im Endeffekt ist ja eh so, dass wir alle irgendwie gerade oder vor kurzer Zeit so Projekte rausgebracht haben. Die Alben, ich habe mein Album rausgebracht, S&D haben ihr Album kurz vorher rausgebracht. Specialist haben zur selben Zeit eigentlich released, will ich eine Woche später, glaube ich. Und deswegen fällt das sowieso alles auf denselben Zeitraum, was natürlich auch sehr gut zusammenpasst. Das heißt, dass der Hype gerade da ist. Bei mir speziell, Wer bin ich? Das Album ist, glaube ich, im Sommer rausgekommen. Wo ein junger Mann drauf zu hören ist, der Emery heißt, der auch mit uns auf Tour ist, der jeden Abend sozusagen mein Sidekick ist und auch seine Songs performen mit mir zusammen. Und von dem wird es auch auf jeden Fall nächstes Jahr ein Album geben, wo wir fleißig dran arbeiten. Zwar nicht jetzt auf Tour, wo wir uns das vorgenommen haben. Aber das mir Muschi Parte, Hey, zweite Single, was schon. Ja, zweite Single kommt am 14.12., wenn mich nicht alles täuscht. Kann aber auch noch auf den 26.07.2012 verschoben werden, je nachdem. Am 14.12. kommt ein Tag raus. Schönes Video, Alter. Okay, ja, schön, aber. Schön, ja. Schön, aber. Schön eklig. Ja. Schön eklig. So, ich lachte auf jeden Fall. Aber guck mal, jetzt auf die Situation habe ich gewartet. Bitte zeigt das alle. Das Krasse ist, Alter, ich mache nie wieder so einen Song und ich mache auch nie wieder so ein Video, weil.